Weiter geht es mit einer neuen Hochspannungsfolge Dying Light 2 Uncut auf dem PC. Freut mich, dass du da draußen wieder hochspannend mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte spannende Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Ja Leute, Gewinnspiel läuft immer noch bis Freitag 0 Uhr auf den Samstag. Also einfach nur kommentieren mit eurem Discord-Namen und eine kleine Bewertung da lassen. Geht ganz fix, tut nicht weh, supportet auch ein bisschen das Let's Play und natürlich den gesamten Kanal. So, warte mal. Aspirin, klar. Aspirin braucht man, ist wichtig. Nochmal ganz kurz hier hin und dann machen wir den Anführer der Banditos. Auf jeden Fall platt hier. Dann könnt ihr laden uns und dann, denke ich mal, wird die PK das alles hier übernehmen. Da bin ich mal gespannt, wie es am Ende aussieht. Weil das hier ist auch wirklich PK-Gebiet. Was ist das denn hier? Ach, Leder. Leder und irgendein merkwürdiges Scharnier. Okay, du bist also der Chef da hinten. Ich brauche hier noch was für die Heilung. Immunität. Ja, aber wir brauchen also wieder ganz normale Standard-Medikits. Boah, ich brauche Honig. Mir geht der Honig flöten. So, ich würde mal den Bogen testen. Wem habe ich ans Bein gepisst, um das zu verdienen? Ey, Kumpel, wo bist du? Hierher, Mr. Banditenchef. Okay, das macht wirklich super wenig Damage. Willst du mich verarschen? Und der Schuss ist voll gecharged. Aber irgendwie checkt er nicht, dass ich gerade aus dem Busch rausschieße. Und ihn gerade fertig mache, ne? Er ist irgendwie zu blöd dafür. Er kriegt einen Pfeil nach dem anderen direkt hier in die Fresse rein. Jetzt haben wir dich, du Stück Scheiße. Hast du mich wirklich, ja? Oder laberst du nur Müll? Aber ich finde, so ein Standardgegner sollte eigentlich mit einem Schuss tot sein. Also bei einem Headshot, ja. Weil sonst finde ich immer sowas ein bisschen lächerlich. Das war auch ein Headshot. Ich hab keinen Bock auf diese Scheiße. Das war ein Headshot. Achtung, Headshot. Dem geht's gut. Ich meine, der Pfeil geht durch. Willst du mich verarschen? Der Pfeil geht durch. Das waren jetzt drei Headshots. Und es juckt den Typen einfach null. Und wie unbesiegbar bin ich denn bitte schön in einem Busch? Jetzt haben wir dich, du Stück Scheiße. Ich bin absolut unbezwingbar, ne? Die sind total verwirrt. Schau mal, aus dem Busch, da kommen Pfeile raus. Jetzt check ich aber gar nichts mehr. Was zur Hölle war denn das jetzt? Na, ihr Verwirrten? Ist ins Lagerfeuer reingerannt. Oh Mann, bist du ein Idiot. Okay. Okay, du bist kacke dämlich, Kumpel. Es tut mir leid, aber... Es ist einfach so. Er stellt sich ins Lagerfeuer. Alter, was stimmt denn nicht mit dir, Anführer der Banditen? Los geht's! Achtung. Ey, er ist fast tot. Er ist tot. Euer Chef ist tot. Jetzt doch mal lieber wegrennen, oder? Alter, Elektro ist so mega OP. Bist du bereit? Elektro ist einfach so mega OP, finde ich. Eine Sekunde, ich heile mich kurz. So, wir können weitermachen. Haben wir mal hier schön die Beine weggezogen. Schnappt den euch, los! Keine Sorge, wir looten die alle. Wir looten die alle. Ba-bam! Hier ist er! Jetzt bist du wirklich runter. Ich bin gerade extra zu dir hoch. Ich habe mich gerade bemüht, zu dir zu kommen. Da springt er hier einfach runter. Der kleine Idiot. So, wir looten mal hier dich. Dich. Natürlich auch den Chef. Kurze Tarnhose hat er, Stufe 3, lila. Also. Letztes Mal habe ich hier einen Fehler gemacht, weil ich mal wieder nicht gelesen habe, denn die Beute verschwindet.
Wenn man das Lager einnimmt, dann ist auch die Beute weg. Alles klar, ich habe noch einen. Wann macht Kistro endlich neue Dietriche? Vielleicht jetzt. Vielleicht jetzt. Vielleicht mache ich es jetzt. Nein. Ich mach's doch nicht. Ja. Ein Heizungshammer, wieso nicht? Die Axt finde ich ganz nice. Oh yes, hier ist ja richtig guter Loot. Wurfmesser. Heilung. Oh, hier ist noch ein bisschen was. Zigaretten. Drogen. Die Banditen wissen eben, was ein geiles Leben ist. Oh. Beinahe übersehen. So, ob es hier noch mehr gibt? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und wenn, glaube ich, ist es auch nicht so wichtig. Ah, hier liegt noch ein bisschen Geld rum, aber Geld haben wir auch super viel, finde ich. Also ich finde nicht, dass wir Geldsorgen haben. Und es verwandelt sich in eine Festung des Friedens und der Ordnung. Okay, wem gehört der Laden jetzt? Das sieht nicht nach PK aus. Die Downtown Fox. Hemmstoff, aber wo? Ich nähere mich einem Behälter. Boah, sag nicht ganz da oben. Boah, komm da erstmal hin, das ist nicht so leicht. Also. Wenn ich da hin will, müsste ich da, glaube ich, rauf. Hier rüberspringen. Hier hoch. Geht's irgendwo weiter? Hier geht es auf jeden Fall auch noch weiter. Potenziell. Oh, das war so ein knapper Sprung. Ich dachte eben, ich fall voll nach unten und leg mich auf die Fresse. Uff. Okay, mit dem Gleiter ging's. Das ist ein weiter Weg nach oben. Das ist ein verdammt weiter Weg nach oben. Jetzt? Okay, wir wollen nach oben. Ich hänge hier drüben. Hier geht's nach unten wieder. Was aber für mich ja keinen Sinn macht. Okay, ich glaube, ich muss nochmal zurück. Autsch. Ich glaube, wir müssen hier ums Eck. Nein. Dude, hier ran. Und dann glaube ich nicht ums Eck. Ha. Warte mal, hier oben ist was. Aber wie komme ich da hin? Also ich kann hier rüber, hier hinspringen. Ah, jetzt sehe ich's. Die Wand. Die Wand. Also ich kann hier rüber. Kannst du hier runter. Und kannst hier hoch. Voila, ich bin hier oben. Und hier gibt es eine Notiz. Und eine Schublade. Mit Dosen. Mit super wertvollen Dosen. Oh. Mini-Hemmstoffe. Kacke. Ich brauche einen Code. Hm.
Wo könnte der Code sein? Notiz. Wir haben eine Notiz gefunden. Wo ist die Notiz? Hinweise. Tutorials alle. Ne, hier ist es, glaube ich, nicht drin. Der Tunnelauftrag. Ah, hier ist safe. 313. Ups. Moment. Boah, das ist ja super empfindlich. 3. 1. Yes! Gib mir. Und wie viel ist da drin? 1. Ja, nur so eine Mini-Dosis. Aber hey, 1 ist besser als keins. Warte mal, hier oben ist noch was. Okay, komme ich dann von hier aus vielleicht weiter hoch? Aber ganz cool, dass man hier so ein riesiges Bürogebäude hat, wo man rumklettern kann. Boah, ich will auf keinen Fall runterfallen. Also, es gibt auch hier oben noch mehr Zeug. Im Moment habe ich noch keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Vielleicht aber auch hier lang. Jetzt warte mal, wir gehen jetzt erstmal hier noch weiter. So, hier. Hier komme ich nicht ran, das ist zu hoch. Ich kann hier rum. Mal zurück. Boah. So, wait. Hier gibt's ja auch irgendwas. Jetzt bin ich hier oben. Jetzt sag nicht, das war alles umsonst. Hier war doch irgendwas symbolisiert. Karte. Nee, es ist wirklich nur hier drüben. Okay, hier kann ich mich runtersippen, aber wie komme ich hoch? Wie komme ich hoch? Hm. Vielleicht doch von der Seite und dann ist hier so ein Kran oder sowas. Bitte, funktionier! Oh! Was ein Sprung! Also doch nochmal hier hin. Oder dahin. Darum. Darüber. Darunter. Meine Fresse, ich hoffe, das lohnt sich. Ah, verflucht, ich hab's versaut. Ich hab's versaut! Oder, nein, ich hab's noch nicht versaut. Ich hab's noch nicht versaut. Oh, Gott sei Dank. Ich glaube, der Kran ist unnötig. Oh, da hinten ist das Fischauge. Ich glaube, der Kran ist unnötig. Kannst du einmal versuchen hier mit so einem Sprung, aber ich glaube, ich bin besser dran. Nee, irgendwie will er hier nicht. Ich glaube, ich bin besser dran, wenn ich hier über die Dinger hochgehe. Hier hin. Hier habe ich so eine Stange gesehen. Ja. Und dann hier hin. Helmstoff! Boah, das Ding habe ich sauer verdient, wenn ich es erreiche. Och, nö. Oh nö, sag nicht, ich schaff das gar nicht, weil ich noch nicht sportlich genug bin. Okay, warte. Ah, okay. Okay. Nee, das können wir hinkriegen. Das wäre nämlich jetzt echt mies gewesen.
Weißt du, ich gebe mir hier voll den Act. Kletter hier auf eines der höchsten Gebäude im Spiel. Und am Ende krieg ich es nicht hin. Weil ich zu low bin, was die Ausdauer angeht. In der Nähe. Kabams! Kaching! Warum ist das Ding rot? Ich weiß es nicht, aber... Gib mir den heftigen Shit. Schlichter Hoodie. Alles für einen Hoodie. Alles für einen alten Hoodie. Moody's Hoodie. Dafür habe ich es gemacht. We did it, boys and girls. We did it. Alter, hier geht's ja noch höher. Und da gibt's noch mehr Kram. Irgendwas Geiles noch hier oben, wenn man schon mal hier ist. Boah, die Gebäude sind aber auch echt riesig. Die sind echt verdammt groß. Schon umfangreich. Wahrscheinlich geht's hier wieder zurück. Wo bin ich jetzt gelandet? Fahrstuhl funktioniert schon mal nicht. Was? Es gibt noch mehr? Huh. Jetzt bin ich wieder hier. Gut, wir machen mal die Story weiter. Irgendwann... gehen wir da nochmal hin. Aber nicht jetzt. Wäre wahrscheinlich auch ganz gut, wenn ich auch ein bisschen besser im Parcours wäre. Es ist schon immer alles sehr, sehr knapp mit der Ausdauer bemessen. Das kann nicht sein, oder? Doch, glaub es ruhig. Hey, das ist ja mal ein Zombie. What? Was kann ich denn hier machen? Irgendwas wieder geskillt. Was ich gar nicht weiß. Downtown Stromberg. Alright. Okay, wir müssen 3 Kabel verbinden. That's my job, my friend. Brennstoffbehälter in der Nähe. Mach mal auf hier die Bude. Hey, Sie da. Haben Sie hier irgendwelche Anzeichen von Abtrünnigen gesehen? Nein. Sehen Sie, Private? Jetzt beruhigen Sie sich und lassen Sie Erklärt denken. Was gibt's da zu denken? Warum können wir nicht zur Basis zurück? Wer zum Teufel sind Sie überhaupt? Jemand, der Hilfe anbietet. Ich schaue mir an, was mit dem Strom passiert ist. Wissen Sie noch mehr darüber? Das sind streng geheime Militärinformationen. Wir wollen rausfinden, wie wir da oben hinkommen. Erzählen Sie ihm doch gleich alles, warum auch nicht. Jedes kleine Detail. Was ist denn das große Geheimnis, hä? Wir müssen dieses Stück Scheiße zum Laufen bekommen. Das ist alles. Mein Kollege vereinfacht die Dinge zwar viel zu sehr, aber grundsätzlich hat er recht. Es gibt offensichtlich Zeichen dafür, dass der Strom wieder fließt. Das hier ist ein Umspannwerk. Zusammen mit anderen kann es den Strom in die ganze Stadt übertragen. Wir haben Befehle, dieses Gebäude wieder funktionsfähig zu machen. Heißt also, es wieder einschalten. Leider ist der Zugang ohne eine richtige Kletterausrüstung extrem limitiert. Ihr wollt Strom für die Peacekeeper? Was würdet ihr damit machen? Zeug anschließen. Was denn sonst? Der werte Herr fragt offenbar, wie es sich auf andere Menschen auswirkt, wenn die Kontrolle über den Strom in den Händen der Peacekeeper liegt. Die Antwort ist jedoch auch recht einfach. Wer immer den Strom kontrolliert, der kontrolliert die Stadt. Verstehe. Egal, ich brauche keine Ausrüstung, um da hochzukommen. Ich kann da ohne die Ausrüstung hoch. Was würdest du machen? Du würdest den Peacekeepern einen unschätzbaren Gefallen... Hey, ihr uniformierten Schwachköpfe! Der Strom macht die ganzen Motten munter. Die sind ganz wild darauf, dass wir sie abfackeln. Was hat er da gesagt? Ich glaube, es ging um seine Mutter. Und eine Ziege. PK-Deppen! Wir nehmen den Strom gerne. Vielen Dank auch. Tötet sie! Ich übernehme das mal. Achtung! Guck, easy. Schau mal, wir hier ein kleines Barbecue. Jetzt renn ja nicht rein. Ah, PK-Deppen. Guck, so einfach geht das.
So einfach geht das, Jungs. Der Chef ist schon tot. Die anderen sind Toastbrot. Dankeschön. Dankeschön. Und Dankeschön. Ich frage mich, ob meine Familienpost endlich angekommen ist. Sag mal, Kumpel, wer hat dir beigebracht, so zu kämpfen? Ich bin Aiden. Hey, Jungs, kennt ihr den? Was sagte die Kugel zum Mann, der erschossen wurde? Oh Gott, was? Du bist tot? Nur auf der Durchreise? Du bist Schweizer Käse, Peng Peng, auf der Durchreise. Nur auf der Durchreise? Ja! Du hast ihn mit einer Machete die Glieder abgetrennt, Nitav. Das ist streng genommen eine Nahkampfwaffe. Wohingegen Kugeln Ich freue mich auch, dass es dir gut geht. Willst du immer noch da hochklettern, Aiden? Nicht umsonst, natürlich. Wir entlohnen Spezialisten angemessen. Na, hast die beste Zeit dafür. Wenn du da oben irgendwelche Hilfe brauchst, sag einfach über Funk Bescheid. Eglot kennt sich mit Elektronik aus. Allerdings kann ich von hier nicht abschätzen, wie stark der Apparat beschädigt ist. Eglot steht auf Elektronik. Ich bin jetzt super dicke Was mit der PK, Problem, ne? Bürger? Willst du im PK-Gefängnis landen? Und hätte ich mich jetzt anders entschieden für den Rebellenabschaum, hätte ich dann jetzt hier, keine Ahnung, Sophies Leute? Ah, man muss es wirklich mindestens zweimal durchspielen, mindestens. Wow. Okay, ich dachte, er würde da balancieren, aber anscheinend nicht. Anscheinend nicht. So, Mr. Superstar, jetzt aber vorsichtig. Vorsichtig. Moment, hier bin ich jetzt. Ich kann hier ran. Komme ich auch irgendwie hier nach oben? Nee, so weit kann ich dann doch nicht. Ah, hier drüben. Kampfstoffbehälter in der Nähe. Also heute bekomme ich echt viele Drogen. Wie sieht das aus? Ja, da hatte es jemand sehr eilig, als sie es vom Netz genommen haben. Ich würde vermuten, dass der Hauptstromkreis zusammengebrochen ist. Such ein Kabel und verbinde die Stromquelle mit dem Transmitter. Das sollte den Stromkreis wiederherstellen. Stromwerk. Das Stromwerk ist ein von zwei Arten von Gebäude in der Stadt. Nach der Fertigstellung können Sie es einer der Gruppierungen zuweisen und die Stadtausrichtung ändern. Nach der Aktivierung des Stromwerks müssen Sie die defekten Verbindungen zwischen den Generatoren reparieren. Finden Sie zunächst einen funktionierenden Generator, grün leuchtend, und verbinden Sie mit einem defekten Generator rot leuchtend. Ein funktionierendes Stromwerk versorgt eine Reihe von Gegenstände in der Zone mit Strom, zum Beispiel Schaltkästen oder die Schaufensterbeleuchtung. Ach so. Ich dachte Gebäude. Ich dachte einfach, irgendwelche Gebäude werden hier verbunden. Alles klar, hier drüben ist schon mal was. Hier ist eine 2. Ach so, ich verstehe. Hier ist die 2 und die 2 mit der 2. Kann ich schwingen? Kampfstoffbehälter in der Nähe. Alles klar. Da steckt die 2 in der 2. Alright. Da unten ist die 3. Da ist die 1. Verschlossen von der anderen Seite. Und hier gibt's lecker, lecker Hemmstoff. Moment. Mal hier rüber gehen. Schwer. Ich hab nur noch einen Dietrich. Boys and Girls. Ich hab's hinbekommen. Empfehlung des Klempners. Was für ein Name für eine Waffe. Kabams. Hier mit den Kippen. Ich
gerne mit. Okay, hier war jetzt nichts. Unten waren noch andere, aber es gibt ja auch noch Hemmstoff. Autsch. Gott sei Dank habe ich dieses mit dem Fallschaden gelevelt. So, gehen wir mal nach unten. Schauen wir hier eins. Aiden, melde dich. Ja, ich bin oben auf dem Umspannwerk. Versuche den Strom an den Transmitter anzuschließen. Das war hier drin wirklich kein Spaziergang. Bist du sicher, dass du es schaffst? Hab ein paar PKs getroffen, die es nicht selbst zum Umspannwerk geschafft haben. Also deshalb meldest du dich nicht? Du solltest sie sehen. Keine Ahnung, welchen von ihnen ich lieber mag. Du weißt schon, dass du das bereuen wirst, oder? Die Peacekeeper, sie sind ganz in Ordnung. Aber aus reiner Herzensgüte helfen sie dir nicht. Ohne sie wüsste ich nicht, was ich hier tun sollte. Außerdem, sie sind da unten und ich bin hier oben. Schwere Entscheidung, was? Ich würde es ihnen nicht geben. Ich meine, zur Hölle mit ihnen. Die haben ihre eigenen Leute. Und was ist mit den freien Menschen? Jemand sollte auf ihrer Seite stehen. Wer, wenn nicht Leute wie wir? Ich denke drüber nach. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Schlafmütze. Was? Ich bin hier schon fertig und du kasperst da drüben noch rum. Immer im Wettstreit, hä? Hm? Komme ich hier vielleicht hoch? Ja, ich glaube, das geht. So, mach mal rein hier, einen Schlauch. Hab es eingesteckt. Was jetzt? Aktiviere die Steuereinheit. Die ist im Kontrollraum. Schon unterwegs. Deine Hilfe ist ein wichtiger Beitrag, diese Stadt sicherer zu machen. Ich wollte das nur sagen, damit du dich geschätzt fühlst. Und damit du verstehst, wie wichtig das ist. Okay. Na dann, vielen Dank. Ja, ich werde es den Peacekeepern geben, weil jetzt bin ich ja hier mit meinem Peacekeeper-Run beschäftigt. Und ja, ich will auch nicht hin und her mischen, weil fühlt sich irgendwie nicht gut an, wenn man das so vermischt. So, bitteschön, dann ist die Folge auch schon wieder rum. So, wir bekommen's. Peacekeeper oder die Überlebenden. Scheiß auf die Überlebenden. Alle Macht dem Militär. Da, da, da. Nicht übel. Gar nicht übel. Nicht übel. Stimmt's, Eklat? Sogar optimal. Hier ist eine Bezahlung als Teil unserer mündlichen Abmachung. Es war mir eine Freude, mit dir zusammenzuarbeiten, Aiden. Ebenso. Passt gut auf euch auf. Ich bin cool mit den Jungs. Du hast es also geschafft. Sauer auf mich? Nein, deine Entscheidung. Und ich verstehe, warum. Aber ich selbst, ich bin in allen Belangen für die freien Menschen. Es gibt noch viel mehr Umspannwerke. Wenn wir sie alle zum Laufen kriegen könnten... Können wir zuerst zum Fischauge und... Ja, klar. Treffen wir uns in der Kantine. Ich warte dort auf dich. Ja, die freien Menschen, aber yo, ich hab Polizei. Gut, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da, denkt das Gewinnspiel. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss!